Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Weißbox von Hava. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Weiß von Hava, das Ganze am 4. Dezember erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das Debütalbum der Frau. Wir haben hier eine Box im Hochformat, werden das Ganze mal aus der Folie holen. Und dann schauen wir mal rein. So, einmal die Folie abmachen. Und dann kann es auch schon losgehen. Also die Box kommt hier in Schwarz. Auf dem Cover der Box haben wir hier das Gesicht der Künstlerin, die hier scheinbar weint. Und passend zum Albumtitel ist diese Träne hier auch ja, in ihrem Verlauf weiß bzw. silber. Hier unten lesen wir einmal den Künstlernamen und einmal den Albumtitel. Ansonsten hier in Schwarz die Box, auf der Seite in Grau nochmal der Künstlername, oben schwarz und links nochmal Künstlername. Auf der Rückseite haben wir das Logo, hier so in Dunkelgrau und dann in der Mitte lesen wir wieder Weiß in so einer Silber-Metallic-Schrift. Darunter gibt es den Barcode, die Beteiligten. Okay. So, dann schauen wir mal rein. Obwohl die Box so groß ist, ist der Boxdeckel klappbar, also nicht abzunehmen. Und dann haben wir hier den Inhalt. Einmal gibt es hier ein Shirt, auch hier wieder scheinbar das Gesicht drauf. Dann haben wir das Bandana in Schwarz und Weiß. Einmal das Album kommt hier in einem Jewel Case. Dann haben wir so ein kleines Säckchen. Es fühlt sich an wie eine Sonnenbrille. Also eine Brille. So, eine Autogrammkarte ist mit dabei. Ein riesen Sticker vom Label. Und ein Poster. So, die Box ist leer. Von innen weiß, wie wir sehen. Packen wir zur Seite. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. Das ist ja hier noch in Folie. Ebenso wie das Bandana. Holen wir nochmal kurz die beiden Sachen hier raus. Und dann schauen wir uns das an. So, was haben wir hier noch? Hier ist noch ein Sticker drauf bei der Folie. 100% Baumwolle made in Turkey. Alles klar. Grüße gehen raus. So, einmal hier aufreißen. Wunderbar. Und dann kommen wir natürlich direkt weiter zum Album. Das ist hier eben auch noch in Folie. Werden wir auch noch befreien. Na, wenn es gelingt. So, jetzt aber einmal aufschlitzen. Und dann geht es auch schon weiter. Also, das ist das Album Weiß. Das Cover etwas abgewandelt. Also, wir haben es jetzt nicht mehr so ganz mittig, das Gesicht, sondern eben so links. Hava Weiß unten rechts zu lesen, ebenso wie hier in diesem Balken. Auch nochmal. Und auf der Rückseite gibt es die Tracklist. 13 Tracks sind es geworden. Ein einziges Feature ist mit dabei, und zwar von ihrem Partner, von Dardan. Barcode oder sonst finden wir hier nichts. Das liegt, soweit ich weiß, daran, dass wir dieses Stück, diese CD, wirklich nur in der Box haben. Also soweit ich weiß, gibt es das Album nicht regulär als CD, sondern wirklich nur hier in Kombination mit der Box. So, wir kommen zum Booklet. Schauen wir mal rein. So, das ist die Tracklist mit den Infos, wer produziert hat. Und auch das Feature ist natürlich hier angeführt, das eine, das es gibt. So, die ganzen Beatproduzenten. Und zum Abschluss haben wir dann hier auch noch die Credits. Wunderbar. Fotos der Künstlerin. Weitere Fotos und zum Abschluss nochmal Weiß. Ja, so sieht das aus. Also recht fotolastig das Booklet, aber die wichtigsten Infos, die Credits, die sind mit dabei. So sieht dann die CD aus. Also die ist so gespiegelt vom Design. Wir lesen oben und unten jeweils das gleiche, nämlich Albumtitel plus Künstlername. Und das ist dann das Innenleben der CD. Gut, so viel zum Album. Als nächstes haben wir mit dabei ein Bandana.
Das kommt hier in Schwarz und Weiß. Sieht so aus. Wir haben auch hier wieder das Logo, dieses HV. Hier mittig, aber auch hier noch viermal und auch jeweils in den Ecken. Also so ein klassisches Bandana mit so einem Muster, mit so Ornamenten. Auf der Rückseite glatt schwarz. Und auch hier haben wir nochmal den Sticker, der war scheinbar gar nicht auf der Folie, wenn ich jetzt richtig sehe. Er war tatsächlich hier auf dem Bandana direkt. Also 100% Baumwolle, made in Turkey. Und wenn man das Ganze dann faltet, dann sieht das so aus. Schauen wir uns dann nochmal im Detail an mit dem Shirt, also in Kombination mit dem Shirt, wie das getragen aussieht. Dazu kommen wir dann noch. So, als nächstes haben wir hier eine Autogrammkarte. Die kommt im Querformat und wurde hier unterschrieben mit einem kleinen Herzchen. Schwarzer Stift und die Rückseite ist blank weiß. Ich sehe schon, das Bandana hat hier ein paar Fäden verloren. So, dann machen wir gleich weiter mit dem Sticker. Der kommt hier auch wieder im Querformat. Ist zwar nur einer, aber der ist dafür etwas größer geraten. Imperium Music oder Imperium Musik. Das ist das Label, bei dem die Künstlerin unter Vertrag ist. So, ein Poster ist auch mit dabei. Schauen wir uns gleich an. Das sieht so aus. Auch hier wieder gibt es das Gesicht. Diesmal sogar in Farbe. Und hier unten wieder der Schriftzug. Also Poster einseitig bedruckt. Rückseite, wie wir sehen können, weiß. Und das Poster ist hochformatig. So, die Sonnenbrille, die kommt hier in so einem schwarzen Stofftäschchen. Auch dieses ist hier natürlich wieder beschriftet. Und die Brille kommt dann auch mal zum Vorschein, kommt hier in Folie und ist dann in der Folie auch nochmal in Folie. Und damit nicht genug, auch hier haben wir nochmal Folie an dem Bügel. Also hier ist echt Folie in Folie in Folie. So, aber jetzt haben wir es geschafft. Hier haben wir noch so ein kleines, was ist das, Infokärtchen bezüglich Sonnenschutz und so weiter. Brauchen wir nicht mehr. Das machen wir auch mal ab. So, und das ist dann die Sonnenbrille. Klassisch in Schwarz. Die Gläser sind so leicht, ja, bläulich bzw. lila. Auf der Seite wieder das Logo hier in Silber. Links natürlich auch am Bügel. So sieht die Sonnenbrille dann von innen aus. Und wir haben hier eben ein UV-400 Schutz Kategorie 3. Und das lesen wir hier mit polarisierten Linsen. Okay. Also rein von der Optik würde ich ehrlich sagen, dass das eher für Frauen gedacht ist, dieses Teil. Aber ja, eventuell kann man es auch als Mann tragen. Ich bin generell jetzt nicht so der große Sonnenbrillenträger. Aber wie gesagt, rein so von der Optik würde ich es eher bei Frauen vermuten. So, und dann kommen wir noch zum letzten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier mit dabei ein Shirt. Natürlich, wie sollte es anders sein? Auch hier wieder das Gesicht von der Künstlerin in Schwarz und Weiß mit den weinenden Augen. Das Ganze ist auf der Rückseite auch noch beschriftet. Also zumindest haben wir hier so einen Neckprint, Hover. Und am Ärmel, am linken Ärmel in diesem Fall, haben wir hier den Schriftzug Dev. Also es ist eine Kooperation mit DevShop. Auch das Shirt hier innen mit einem Dev-Schriftzug versehen. Und das Shirt ist hier in der Größe. Ja, wir können es nicht lesen. So, jetzt Größe M. Das war nicht ausfüllbar. Also soweit ich weiß, waren wirklich alle Boxen ident, was den Inhalt betrifft. Und M scheinbar für alle Boxen gleich. Und wir haben es hier zu tun mit 100% Baumwolle. Und das Shirt ist Manufactured Team International GmbH. So, hier, made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Shirt noch einmal kurz im Detail an. Vor allem auch in Kombination mit diesem Bandana. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt
mit dem riesigen Gesicht hier der Künstlerin. In Kombination dann mit dem Bandana sieht das Ganze so aus. Ja, also ist auf jeden Fall natürlich ein Hingucker, keine Frage. Aber ich muss ehrlich sagen, ich für meinen Teil würde jetzt nicht unbedingt mit einem Shirt rumlaufen, wo so riesengroß ein weinendes Frauengesicht drauf ist. Aber ja, das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt sowie auch das Bandana. Wie gesagt, das Shirt ist in der Größe M. Dann haben wir die Sonnenbrille mit dem zugehörigen Beutelchen hier, um sie aufzubewahren. Das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Der Sticker im Querformat. Die unterschriebene Autogrammkarte und natürlich das Album an sich, weiß im Jewelcase mit insgesamt 13 Tracks und einem Feature. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box weiß von Hava. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Hava unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.